Danke. Hallo. Herzlich. Danke. Herzlich willkommen zu Kabarett aus Franken. Es ist 21 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit oder 20 Uhr bei den Seehofers. Horst Seehofer hat ja einen Tag nach der Umstellung auf die Sommerzeit ein Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel noch im Bett liegend verschlafen. Als Konsequenz fordert er jetzt zusammen mit Ilse Aigner die Abschaffung der Sommerzeit. Laut Ilse Aigner hätten durch die Zeitumstellung sogar Kühe einen Mini-Jetlag. Viele von ihnen würden dann Viren und Milchshakes geben. Ich darf Ihnen einen Musiker aus einer Region vorstellen, die derzeit nicht nur eine Stunde wie Horst Seehofer hinterherhinken. Der Frechheit, ja. Sondern sondern gleich mehrere Jahrzehnte. Die bekanntesten Freigänger der Oberpfalz, der Gefangenenchor aus Nabucco, mit ihrem Anstaltsleiter Norbert Neuberg and the Hobos. Hier ist der Mann, der fast Nachfolger von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München geworden wäre. Aber nur fast, wenn Karl Rummenigge nicht noch vorher rechtzeitig gemerkt hätte, dass er nicht jede Menge Franken hat, sondern nur ein stinknormaler, banaler Franke ist. Begrüßen Sie den Edelfan des designierten Zweitligisten des 1. FC Nürnberg, Bernd Händler. Das ist echt ein Ding, meine Damen und Herren. Anstatt die Rente mit 63 macht der Uli Hoeneß lieber Knast mit 62. Mir war es ja an sich klar, dass Hoeneß nicht in Revision geht, denn spätestens seit 1976 wissen wir doch alle, Verlängerung und Elfmeterschießen kann er nicht. Da hat er englische Gene. Also wie ich den Hoeneß kenne, wird sich der in der JVA ruckzuck zum Obersitting Bull hocharbeiten. Der baut einen schwarzen Markt mit Knackwürsten auf und wird die Knackis ordentlich abzocken. Ja. Unser erster Gast ist Professor, Sänger, Wortschöpfer, kreativer Geist und er hält Politiker schlichtweg für arme Teufel. Erleben Sie jetzt einen Ausschnitt aus seinem neuen Programm mit dem Titel Die Schöpfung, eine Beschwerde. Aus Österreich herzlich willkommen, Josy Prokopetz. Bitte, ist doch höchst unbefriedigend, in einer Welt leben zu müssen, die wir uns alle besser vorstellen, aber in der Richtung nichts unternehmen können. Die Schöpfung als Gesamtkonzept ist in Wahrheit ein Pfusch. Bitte, was soll in einer knappen Woche und einem Ruhetag also groß rauskommen? Ne? Weil es immer heißt, die Natur, nicht die Natur, die ist so wunderschön, die Natur, nicht nur freilich dann. Weil sie zeigen uns ja herrliche Sonnenuntergänge, majestätisch schleichende Löwen, listig lauernde Leoparden, gravitätisch schreitende Giraffen und solche Sachen. Aber niemand zeigt uns dann zum Beispiel die Hufeisenmaulfledermaus, einen Marabu oder die malaysische Königskakerlake oder den Schlitzrüssler oder bleiben wir im Lande, den Brombeerblattspanner. Ein Falter, der wegen seiner Ähnlichkeit mit Vogelscheiße vor Fressfeinden weitgehend geschützt ist. Oder einen Pelikan ist vom Gesicht her aber so schier, dass er dann schon wieder laut tut. Ne? Und ich weiß bis heute nicht, wie dir so einen Pelikan eine Füllfeder machen, aber das ist eine Sache. Das ist eine. Und auch die menschliche Schönheit scheint zweifelhaft, wenn man weiß, dass gut 2/3 unseres Erbgutes mit dem einer Kartoffel übereinstimmen. Nicht? Aber es bleibt uns gar nichts anderes über. Wir müssen diese Welt für schön finden, weil wir gar keinen Vergleich mit anderen Welten haben. Und wir müssen die Welt für die Nachwelt bewahren. Warum? Warum eigentlich? Und vor allem, was hat diese Nachwelt schon je für uns getan? Nichts.
Bitte, zugegeben, wenn der Meeresspiegel steigt, ist das zunächst für Menschen mit Erdgeschosswohnungen unangenehm. Aber in Wahrheit ist die Natur unser Feind. Wir müssen sie ständig zurückdrängen. Es fängt schon beim Rasenmähen an. Und wir können zurückdrängen, was wir wollen. Die kommt immer wieder, die Natur, die kommt immer wieder. Gegen die Natur ist kein Kraut gewachsen, wie man sagt. Ne? Weil nämlich überspannte Menschen, und ich muss sagen, in der Mehrzahl Frauen, überspannte Menschen oft sagen, wenn sie in einem japanischen Steingarten eines Wellnesscenters spazieren gehen, sagen sehr viele Frauen oft, oh, herrlich, Natur pur. Da möchte ich dann immer fragen, entschuldigen Sie, eine Frau, wollen Sie wirklich dort sein, wo nichts ist, außer Natur pur? Zum Beispiel im Regenwald des Amazonas, wo es vor grauslichen, giftigen Viechern nur so wurdelt. Da sind sie gestochen, bissen, zusammengefressen. So geschwind können sie gar nicht herrlich sein. Solange die dort kein 5-Stern-Ressort mit Strandliegen, Sonnenschirmen, Poolservice, Fusionsküche und rücksichtsloser Schädlingsvernichtung haben, fahr doch hin, dort gar nicht erst her. Bitte, meine Frau sagt dann immer, ja, du. Du bist ein Miesmacher, ein Technokrat, ein Kapitalist. Da sag ich dann immer, geh, was redst denn zusammen? Ich und der Kapitalist, bitte. Der Kapitalismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Im Sozialismus, da ist es gerade umgekehrt. Aber wurscht, ne? Danke, etwas breiter. Warum denn zum Beispiel ist hier alles, was wirklich erfreut macht, peinlich, hat zu viel Cholesterin oder man braucht gar einen Partner dazu? Warum hat der Mensch die Schienbeine vorne, warum er sie so selten das Wadel anhat? Warum kriegt man von zu viel Fett eine Gallenkolik, aber von zu viel Blödheit nicht Kopfweh? Bitte, das wäre. Ja! Das wäre ideal. Sie gehen in der Früh aus dem Haus, Sie sehen einen, der sagt, au weh, ich hab so Kopfweh, Sie wissen gleich, mit dem brauchen Sie nichts reden, das ist ein Trottel, nicht? Das ist ein Wunderbauer. Ne? Und bitte, warum ist es erlaubt, gewisse Tiere zu schlachten und sie dann zu essen, aber verboten, gewisse Pflanzen zu pflücken und sie dann zu rauchen? Und warum? Steigen wir immer in ein Hundstrimmel, wenn wir Schuhe mit Profüsen haben. Diese mögliche Welt, in der wir leben, kommt mir so vor, als säßen wir alle in einem riesengroßen Autobus, der mit den Vorderrädern über einen 100 Meter tiefen Abgrund hängt, schon ganz langsam so vornüberkippt und zum Rutschen anfängt. Aber wir sitzen drinnen und freuen uns, dass die Klimaanlage funktioniert. Vielen Dank, küss die Hände, Ende. Applaus für den wunderbaren Josef Prokopetz aus Wien. Kiste Prost. Ganz Deutschland diskutiert immer noch über die umstrittene Aussage von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Unglaublich, aber wahr, er hat es wirklich gesagt. Er hat gesagt, ich vermisse die FDP. Als Medienopfer Rainer Brüderle davon hörte, soll ihm ja vor Schreck die Brille von der verschwitzten Rotweinnase ins Dekolleté seiner Gegenüber gerutscht sein. Die Krim-Krise macht es leider möglich. Der Russe steht wieder vor der Tür. Der Westen und der Osten stehen sich unversöhnlicher gegenüber als ZDF-Reporter und der Dortmunder Trainer Jürgen Klopp. Der Russe wird niemals nach Bayern kommen. Putin könnte doch die viele Maut für Ausländer gar nicht bezahlen. Was meint eigentlich Altkanzler Schröder zur Krim-Krise? Also ich sag mal so, ja. Ich finde den russischen Anschluss an die Krim völlig okay. Putin ist halt sehr entgegenkommend. Die Anreise zu Deutschland, aus Deutschland zur WM 2018 wird immer kürzer, ne? Also, einige Tenten träumen ja schon von einem WM-Finale in Ost-Berlin. Ja.
Der Kalte Krieg wäre wieder schnell Geschichte, wenn beide Seiten ihre Luftwaffen mit streikenden Lufthansa-Piloten besetzen würden. Die Russen können gar nicht durch die Luft kommen. Wo sollen sie denn landen? In Berlin ist ja nichts fertig. Also, wenn schon, dann kommt der frisch geschiedene Putin mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd und spannt Gerhard Schröder die Frau aus. Und die hieße dann sehr zur Freude von Julia Timoschenko Doris Köpf Putin. Unser nächster Gast ist nicht hierher geflogen, das braucht er nicht, denn er kommt aus Bamberg. Und mit nacktem Oberkörper tritt er auch nicht auf. Er beeindruckt auf andere Art und Weise. Wer rockt die Leute mit Gag auf Gag, der aus Bamberg ist, der Hatters Mac. Mac Hatter, meine Damen und Herren. Viel Spaß. Mir geht's echt gut, ich bin gut drauf. Nur wenn ich träume, ist es schlimm. Was habe ich neulich geträumt? Ich gehe mit 67 in Rente und fange mit 70 wieder das Arbeiten an. Ja, und mit 80 wirst du dement. Das Alter ist nichts für Feiglinge. Ja, aber ich bin nicht dement, ich bin wirklich nicht dement. Nein, ich halte eine Scheibe Gelbwurst nicht für ein Brillenputztuch. Ja, aber was würden Sie denn machen, wenn Sie noch ein Jahr zu leben hätten? Reisen? Kreuzfahrten? Wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde nochmal alle Feiertage richtig feiern. Aber nicht nur Ostern, Weihnachten, Silvester, sondern wirklich alle. Ja, zum Beispiel, wer von den Männern feiert den 8. März? Wer von den Männern weiß überhaupt, was der 8. März ist? Was ist der 8. März? Weltfrauentag, gell? Weil, ja, feierst? Super, ein Applaus, komm, die Frauen wissen es, klar, ja, was? Er weiß es nicht, klatscht aber auch noch, verstehst du? Und feierst du ihn? Ein Freund von mir feiert ihn jedes Jahr. Gut, er hat einen Geburtstag. Oder wer von Ihnen hat schon mal Schluckauf gehabt? 11. Februar ist der Schluckauftag. Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Joe Osborne, ein Amerikaner, der hat 63 Jahre seines Lebens geixt. 63 Jahre hat er Schluckauf gehabt. Es hat ihn nicht gehindert, 8 Kinder zu zeugen. Ja, wie macht man das? Ist anatomisch gar nicht so einfach, verstehst du? Oder wem diese Feiertage zu banal sind? Wer feiert die politischen? 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Sagt, die Milliarden sind in Magdeburg besser aufgehoben als im Hafen von Piräus. Man feiert keinen 3. Oktober? Lieber das Gegenteil, 13. August, Tag des Mauerbaus. Ja, 13. August war gleichzeitig Tag der Linkshänder. Wobei die Mauer gar nicht mit links gebaut worden ist. Oder wo wir gerade beim August sind. 8. August ist auch ein schöner Feiertag. Ist der Tag der Ethnominderheiten und Randgruppen. Also für alle Oberpfälzer und Förder. Ja. Und wir Franken, wir hätten gleich zwei Feiertage. Denn offiziell den 2. Juli, den Tag der Franken, aber auch der 7. März würde zu uns passen. 7. März ist der Tag des Schweinebratens. Und gleichzeitig Tag der gesunden Ernährung. Weil für uns Franken ist das kein Widerspruch, oder? Ist doch wahr! Ehrlich, manchmal musst du froh sein, dass es Englisch wird. Nehmen Sie mal so einen Satz. Die Reality-Soap gestern auf 9 Live war echt cool. Und was ist das? Ist es Deutsch, ist es Englisch? Aber auf richtiges Deutsch klingt es auch nicht besser. Ich wiederhole den Satz nochmal. Die Reality-Soap gestern auf 9 Live war echt cool. Auf richtiges Deutsch? Die Wirklichkeitsseife gestern auf 9 lebendig war echt kalt. Sinnfrei, sinnfrei. Oder Leute, willst du sowas übersetzen? Ich bin ein Outdoor-Freak. Willst du das ins Deutsch übersetzen? Ich bin ein Outdoor-Freak. Ich bin ein Außentür-Verrückter. Aber was soll das sein, Zeugen Jehova? Na, der dauert, das ist egal, das ist wurscht. So lange habe ich... Rentner haben ja oft bis ins hohe Alter, haben die Sex. Ja, es gibt eine ganz berühmte Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie kennen, wo sich die 92-jährige Frau in den 21-jährigen Mann verliebt. Ja, die 92-jährige Frau verliebt sich in den 21-jährigen Mann. Dann geht sie zum Arzt und lässt sie untersuchen.
Dann sagt er, bei Ihrem Alter, da kann jeder Sexualkontakt zum Tode führen. Antwortet die alte Frau, na ja, dann stirbt er halt. Das gefällt den Jungen. Klar, das ist genau euer, das ist genau. Komm, mit so einer billigen Pointe entlasse ich euch nicht. Verstehst du? Jetzt kriegt ihr die härteste Story. Wollt ihr die härteste Story? Die ist aus der Rhön, wo ich eigentlich herstamme. Da liegt der Vater im Sterben. Und von der Küche her riecht es nach Zwetschgenkuchen. Und er sagt zum ältesten Sohn, zum Dietmar, sagt er, bevor ich sterbe, hol mir noch ein Stück Zwetschgenkuchen. Der Dietmar geht in die Küche, kommt aber ohne Zwetschgenkuchen zurück. Sagt der Vater, wieso kein Zwetschgenkuchen? Die Mutter hat gesagt, der ist für nach die Beerdigung. Ja, Kabarett muss auch wehtun, verstehst du? Sonst wär's billig Comedy. Macht's gut, danke, tschüss, alle, yo. Ja, mit Tempo und Witz der großartige Mac Herder, meine Damen und Herren. Wussten Sie eigentlich, dass die SPD klassische Kreuzfahrten anbietet? Ja? Die haben einen eigenen Kahn. Das ZDF will die Reisen sogar verfilmen. Geplanter Titel, das Albtraumschiff. Hollywood plant angeblich schon ein Remake der Titanic mit Andrea Nahles als Kate Winslet und Sigmar Gabriel als Leonardo DiCaprio. Ich bin der dickste König der Welt. Nee. Sigmar Gabriel spielt schon den Eisberg. Mein nächster Gast ist Schriftsteller, Kabarettist, Theaterautor und er ist Oberpfälzer, Herr Neuke. Naja, so ist es anders. Im Gegensatz zu unseren vier Studioleuchten jedoch steht er ständig unter Strom. Aus dem Bayerisch-Kongo, sprich Bayerischen Wald, herzlich willkommen, Toni Lauerer. Grüß Gott miteinander. Also, ich sitze jetzt nicht, weil ich schon so alt bin, sondern weil ich, dass du euch das besser vorstellen könnt. Weil das, was ich jetzt erzählt habe, sitze ich im Auto. Er hat einmal angekündigt, Oberpfälzer. Nicht, dass ihr glaubt, wir Oberpfälzer essen den ganzen Tag bloß Schweinsbraten. Nein, ich möchte heute zum Thema Fast Food was sagen. Das kennen wir nämlich auch. Ich habe jahrelang gemeint, das heißt Fast Food, weil man es fast essen kann. Das stimmt aber gar nicht. Das heißt Fast Food Englisch. Schnell, weil es schnell geht. Und das stimmt auch. Du schaffst es in einem normalen Wirtshaus nicht, dass du 20.000 Kalorien auf 10 Minuten reinhaust. Aber da geht's. Und ich bin ja normal kein Freund dieser Nahrung. Also normal nicht. Aber es ist oft so, du kommst zu einem Auftritt heim, hast noch Hunger oder fast heim. Jetzt haben wir voriges Mal gedacht, das ist mir wurscht, jetzt probierst du das aus. Und bin gleich in das Drive-In. Da geht's auch noch schneller. Drive-In, da brauchst du gar nicht mehr raussteigen. Huckst im Auto drin und ich weiß nicht, wer das weiß. Das wisst ihr alle. Du redest ja im Drive-In nicht mit einem Menschen. Du redest mit einem Loch. Da ist ein Loch. Also ich weiß auch nicht, wie das genau läuft. Also du sagst zu dem Loch, was du magst, dann läuft das Loch nach vorn und kocht. Und wenn es fertig ist, gibt es einer Frau und, sagt zu der, gibt es den Platterten. Also so ungefähr stellen wir das vor. Also ich fahre rein, das erste Mal in meinem Leben im Drive-In. Wirklich, das erste Mal Gespräch mit einem Loch. Hinter mir ein Harley Davidson, das hörst du ja, bam, 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 bam. Motorradl, aggressiver Fahrer, Herz eintätowiert und ich liebe meine Mutter, die sind die Schlimmsten. Also... Ich bin so erzogen, ich bin am Land aufgewachsen, wenn du fremd bist, dann grüßt du freundlich. Dann sage ich zum Loch, grüß Gott. Grüß Gott. Willkommen bei McDrive. Ich weiß nicht, wer schon mit dem Loch geredet hat. Die reden wahnsinnig schnell. Sage ich, was? Willkommen bei McDrive. Ja, aber der. Was wünschen Sie? Sage ich, du musst ein bisschen langsamer reden. Was? Was wünschen Sie? Ach so, was ich mag. Ja, warte mal. Frage. Siehst du außer? Nein, natürlich nicht. Das ist schlecht. Weil dann hätte er das gesagt. Jetzt muss ich sagen. Warte mal. Ein Burger. Burger. Laura. Nein. Ich heiße nicht Burger, das Essen heißt Burger. Hey, dann könnt ihr die ganze Tafel wegschmeißen. Ihr habt von oben bis unten die Tüpfeln vergessen. Da steht überall Burger. Also ist er dann wurscht, dann nimm mir einen Burger. Ham, Cheese oder Chicken?
Wer ist gestorben? Ham, Cheese oder Chicken? Was ist denn das? Ham ist Schinken, Cheese ist Käse, Chicken ist Huhn. Eine Sau hast du nicht? Nein, nur Ham, Cheese oder Chicken. Ja, dann nehme ich ein Ding mit Gockerl. Chicken. Chicken. Burger, Chicken. Normal, Maxi, Mega oder Giga? Was? Normal, Maxi, Mega oder Giga? Was ist denn das? Normal ist normal, Maxi ist groß, Mega ist ganz groß, Giga ist riesig. Mecca. Also, ein Burger Mecca, Chicken. Und Pommes. Pommes groß oder klein? Pommes geht gut. Pommes! In der Länge. Ich meine nicht die Pommes, ich meine die Packung. Die Packung ist mir doch wurscht. Die friss ich ja nicht. Mensch, das heißt Fast Food. Im Wirtshaus, wenn ich drin war, hätte ich meinen Schweinshaxen zum Stall. Jetzt ist ich schon 5 Minuten da und schreien das Loch rein. Fast Food. Also, dann gib mir große Pommes, das ist mir auch wurscht. Pommes rot oder weiß? Ja, so. Gelb! Frau, die Pommes, sag mal, spinnst du? Nein, ich meinte mit Mayo oder Ketchup. Ach so, mit nix. Ich weiß genau, wie das wieder rausgeht. Ich sitze im Auto herin und dann haut's mir einen ganzen Schlätz auf die Hosen. Wie bitte? Ich sitze im Auto herinnen und wenn ich einen Ketchup essen tue, haut es mir den ganzen Schlötz auf das Beinkleid. Also, hast du es jetzt kapiert? Einmal Chicken Mecca, Burger, Pommes, Gelb. Das war's. Möchtest du ein Getränk? Nein, ja, okay, Weizen. Wir haben keinen Alkohol. Ja, hörst du schlecht, ich will keinen Alkohol. Weizen. Wir haben nur Cola, Cola Light, Fanta, Fanta Light, Sprite, Sprite Light, Apfelschorle, Wasser. Ja, für Teufel, da mag ich gar nichts. Nein. Hey. Hallo. Jetzt bockt er. Bloß weil ich ihm dagegen geredet habe. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Entschuldigung, wir haben keine Pommes frites mehr. Was? Pommes sind aus. Du lässt mir jetzt 10 Minuten in das Loch reinschreien. Und dann sagst du mir, dass du keine Pommes mehr hast. Haben Sie einen anderen Wunsch? Ja, am Arsch kurz belecken. Normal, Maxi, Mega oder Giga? Toni Lauerer, die grandiose Verstärkung aus der Oberpfalz. In Europa treibt ein irrer Herrscher sein Unwesen, droht seinem eigenen Volk Vergeltung an, schaltet soziale Netzwerke ab und ist korrupter als der FIFA-Chef Sepp Blatter. Donnerwetter, Herr Händel, dem Putin haben Sie es aber jetzt einmal so richtig ordentlich gegeben. Wieso Putin nicht? Ich meine den Erdogan. Nicht? So. Der türkische Ministerpräsident macht, was er will. Und die EU und die NATO schauen tatenlos zu. Unterdessen weitet sich die Internetkriminalität immer weiter aus. Schon wieder sind 18 Millionen Passwörter gestohlen worden. Die bekanntesten sind Ferienpass, Alpenpass, Impfpass und Doppelpass. Haben Sie eigentlich ein sicheres Passwort, Herr Händel? Boah, ich denke schon. Also ich habe eine Kombination aus meinem zweiten und dritten Vornamen und meinem Geburtsjahr. Dann passen Sie auf, ich werde Ihr Passwort jetzt ruckzuck knacken. Sie? Ja. Sie sind geboren 1900 sowieso und Ihr erster Vorname ist Bernd. Ich hab's. Das Brot 1921. Ein absoluter Star im Internet bei Twitter, YouTube und Facebook ist auch unser nächster Gast. Er macht aus seiner fränkischen Seele alles andere als eine Mördergrube. Mit ihm geht's kaum urwüchsiger, sprich fränkischer.
Er ist der Heavy Metal Comedian der fränkischen Seele. Ich sage nur herzlich willkommen, Bembes! Das ist ja der Wahnsinn, der Smoke on the Water. Und der Gitarrist ist im Urlaub. Ich breche ins Essen. Also ich bin ja echt ein lockerer Typ. Ne? Entspannt euch, das geht alles von der Netto-Spaßzeit weg. Ich bin ein entspannter Typ. Ne? Ich bin echt locker, aber irgendwann, weißt du, irgendwann reicht es da auch. Ne? Ich habe jetzt von meiner Freundin, von der Priscilla, ne? Von der Priscilla habe ich jetzt zum Geburtstag ein Wellness-Wochenende in Baden-Baden in einem Wellness-Hotel geschenkt gekriegt. Schaue ich so aus, als täte ich gerne wegen an einem Fitness-Salat lutschen oder was? Ich meine, weißt du, da langt's ja doch schon, ne? Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe ich gesagt, Priscilla, ist in Ordnung, dann fahren wir mit deinem Auto. Und der hat so eine alte S-Klasse, ne, schön, und der geht gerade. Und dann sind wir da losgefahren, waren wir relativ spät dran. Ne, und dann fahre ich so, ne, auf der Autobahn war 120 erlaubt, und weil wir so spät dran waren, habe ich mir den drücke ich wegen drauf, und dann bin ich halt 220 gefahren, habe ich gemeint, sie merkt's nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, tu mal ein wenig langsam noch. Habe ich abrupt runterbremst auf 200. Ne? Ja, und dann bin ich da schön hingefahren und habe gedacht, alles ist in Ordnung auf dem Weg nach Baden-Baden. Ne, und auf einmal fängt sie an und sagt, sag einmal, Bembes, was ist denn da eigentlich alles in meinem Auto hinten in meinem Kofferraum drin? Habe ich gesagt, wieso? Ein Kasten Bier? Habe ich gesagt, da die Finger weg. Habe ich gesagt, das ist lebensnotwendig. Sagt sie, sie redet nicht von dem Kasten Bier. Sie redet da von anderen Sachen. Sie redet da zum Beispiel, hat gesagt, da hinten steht drin ein 10 Liter Farbeimer Alpina Weiß. Dann habe ich gesagt, ja und? Dann hat gesagt, ja, was fährst denn du in meinem Auto jeden Tag ein 10 Liter Farbeimer Alpina Weiß spazieren durch die Stadt? Für was brauchst denn du das? Dann habe ich gesagt, das kann man immer mal brauchen. Was man doch nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt reg mich doch nicht auf. Dann habe ich gesagt, was machst du nicht? 10 Liter Alpina Weiß, wenn man in der Stadt einmal keinen Parkplatz findet, dann kannst du einen malen. Das ist doch wahr! Ja! Das ist doch so! Ja, ne? Richte mich da auf und dann hört's nicht auf, verstehst du? Hört's nicht auf und sagt, ja, aber was da sonst noch alles drin ist? Dann hab ich gesagt, was ist denn da drin? Dann hat sie gesagt, da ist ein riesengroßes Fahrradschloss. Dann hab ich gesagt, davon weiß ich nichts. Dann hat sie gesagt, das ist doch deins, ich hab kein Fahrradschloss in meinen Kofferraum, hat sie gesagt. Dann hab ich gesagt, ne, Fahrradschloss, keine Ahnung, wen das kann. Dann hat sie gesagt, ja, da ist noch viel mehr drin. Da ist so eine lange Kartonstange. Dann sag ich, ach du meine Güte, da ist die Konfettikanone von meinem Kumpel Strudel, sein Geburtstag. Die haben wir ewig gesucht, im Kofferraum ist die. Dann hat sie gesagt, ja, in meinem Kofferraum, hat sie dann gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, mein Gott. Dann hat sie gesagt, da ist ja nur so eine Sprühdose, so eine große, was ist denn das? Dann habe ich gesagt, ein Bauschaum. Dann hat sie gesagt, für was brauchst denn du einen Bauschaum, wenn du mit meinem Auto da durch die Stadt fährst? Dann habe ich gesagt, einen Bauschaum? Kann man immer mal brauchen. Dann habe ich gesagt, was man noch nicht, wenn man einen Bauschaum braucht, dann hat man dabei. Und dann hört ihn auf. Dann sagt er, da ist ja nur so ein Plane. Dann habe ich gesagt, das ist eine 6x4 Meter Gewebeabdeckplane. Dann sagt, was tust denn du da mit der 6x4 Meter Gewebeabdeckplane in meinem Kofferraum? Dann habe ich gesagt, das lass mir doch nicht, das lass mir doch mal in Ruhe. Dann habe ich gesagt, das kann man alles einmal brauchen. Und dann hat sie gesagt, also Bembes, pass auf, das ist mein Auto und das ist mein Kofferraum. Ich möchte, dass du das zeitnah alles entsorgst. Sie hat keinen Bock mehr darauf, dass ich das ganze Zeug da mit in der Gegend rumfahre. Hab ich gesagt, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mach ich. Ne? Und ist mir schon der Kamm geschwollen, verstehst du? Ich hab schon einen Hals gehabt, der war breiter wie der Kölner Dom. Ne? Und das langt aber noch nicht. Was schon, auf einmal kommt, ich fahr schön gemütlich bei 120, fahr mit 200 auf der linken Spur. Da kommt hinten so ein schwarzer BMW, ne? Und nötigt mich mit Lichthube. Ne? Ich denk mir, Alter, was ist mit dem los? Der ist ja irgendwann ist er so nah aufgefahren, dass ich schon gemeint habe, Alter, das ist sein Fahrradschloss im Kofferraum. Und dann gibt er nicht auf. Ich bin wieder aufgezogen auf 220, der gibt nicht auf. Irgendwann habe ich ihn dann vorbeigelassen. Rechts. Ne? Und dann. Ja, ja! Ruhig jetzt! Ich erzähle jetzt so albernes Geklatsche. Und auf jeden Fall. Und dann fährt er vorbei und dann hat es mir gelangt. Schau ihn über. Gibt er mir einen Finger, ne? Volles Rohr, gibt er mir einen Finger. Alter, der legt mich fett. Die Priscilla, wenn ich daneben gesessen wäre, ne? Alter, den hätte ich Cobra 11-mäßig gestellt, ne? Oh, da hat er Glück gehabt, ne? Und dann fahren wir weiter. Wir waren schon kurz vor Baden-Baden, ne? Und dann kommt der Klassiker. Sagt die Priscilla zu mir, da kommt der Raststätte, Bembes, fahr mal raus. Ich muss bieseln.
Dann habe ich gesagt, jetzt setz mich halt einmal ein wenig zusammen. Aber ich setze mich noch gleich da. Und dann, ich halte es nicht mehr aus. Hab ich gesagt, es ist in Ordnung, fahre ich da raus, waren Ferien, ne? Alter, die ganze Raststätten zugeschissen mit irgendwelche VW-Scharan, so Familienkutschen, hinten die Aufkleber drauf. Jerome fährt mit, Chantal fährt mit, was schon die ganzen Arschlöcher fahren mit. Alles voll, Alter, leck mich doch fett, Alter. Du drehst doch durch. Ist doch wahr. Verstehst? Oh, hör auf jetzt. Also, kommst du da hin, versteht ihr? Wir haben einen Parkplatz, haben wir nur gefunden, ganz hinten, wo die Lastwagen stehen. Und da habe ich, die Raststätten hast du schon gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich da geparkt neben so einen Laster. Da habe ich gesagt, Priscilla, jetzt kannst du aber selber schauen, dass du da vorkommst, nimm mir Geld mit. Habe ich gesagt, das bisschen kostet inzwischen einen Haufen Geld. Hab ich gesagt, ich gehe nicht mit, ich rauche jetzt einmal eine Zigarette, ich muss ein wenig runterkommen. Und dann ist sie los, die ich jetzt, verstehst du? Ich stehe da und rauche mal eine Zigarette, wollte ich ein wenig runterkommen. Dann schaue ich da bei dem Lastwagen. Ruhe jetzt! Schau ich bei dem Lastwagen und schau da zwischen Führerhaus und Anhänger. Schau ich so und schau so durch und denke mir, das ist doch der schwarze BMW von vorhin. Da bin ich so um den Lastwagen rumgelaufen, hab ich nochmal an meiner Zigaretten gezogen, hab ich die Zigaretten ausgemacht, dann schau ich aufs Nummernschild, denke mir, Alter, das ist er. Und man denkt, der wird jetzt ein schöner wegen mit der Priscilla ein bisschen seine Plädel, ne? Da hab ich gedacht, jawohl, manchmal läuft's, ne? Dann hab ich auch von der Priscilla in der Limousine, hab ich den Kofferraum aufgemacht, hab ich den 10 Liter Farbeimer Alpina-Weiß rausgenommen. Da bin ich zu dem schwarzen BMW hingelaufen, hab ich den Deckel runtergerissen. Und dann hab ich schön über den schwarzen BMW, hab ich dann 10 Liter Alpina-Weiß drüber geschüttet. Naja, der war ja sportlich unterwegs, aber es war kein BMW Alpina. Ja, und dann habe ich ein wenig getunt, ne? Dann habe ich das so angeschaut und dann ist so wie so ein Zuckerguss, ist alles runtergelaufen und habe mir gedacht, jetzt machen wir einen richtigen Kindergeburtstag. Dann habe ich einen Strudelsaal gehabt und Fertigkanone zucken. Ne, freilich! Ne, und dann war da nur so ein Restmüllcontainer, da habe ich dann den Farbarmer reingeschmissen, so auf Rollen, der war da rumgestanden auf der Raststätte. Dann habe ich mir gedacht, Alter, das passt ja nicht. Dann habe ich den Restmüllcontainer rübergeschoben zu dem BMW und mit dem Fahrradschloss habe ich dann den Restmüllcontainer am Abschlepphaken von dem BMW festgemacht. Dann habe ich das Zahlenschloss verdreht. Ne? Dann habe ich das so angeschaut und denke mir, jawohl, passt, Picobello. Da hat es schon langsam ein Gesicht gehabt. Dann habe ich die Radkästen nur mit Bauschaum ausgesprüht. Naja, und dann habe ich mir gedacht, ein wenig eine Überraschung soll es ja sein. Dann habe ich es mit der 6x4 Meter Gewehr die Abdeckplane. Habe ich alles schön abgedeckt und habe noch so eine schwarze Sprühdose gefunden, habe ich draufgeschrieben, Überraschung. Und dann hat es passt, ne? Und dann bin ich so rumgelaufen wieder, habe mich wieder hingestellt, dass die Priscilla schon gekommen in der Zwischenzeit. Naja, und dann sind wir losgefahren. Ich bin dann so ganz entspannt hinter dem Laster hergefahren mit 100. Und dann sagt sie, was ist mit dir los? Sag ich, hey, ich bin locker. Ja, dann kommen wir da hin, baden, verstehst du, Wellnesshotel, super, der Klassiker, ne? Wir waren eingekleidet. Ne, so ein weißer Bademantel, Frotte, so Frotte-Schleppler, hast ausgeschaut wie ein Depp. Ne. Dann hocken schon alle beim Wellnessbrunch, ne, abends um 17:30 hocken die Deppen immer nur beim Wellnessbrunch. Wir kommen rein, alle Plätze waren belegt, ein Tisch war noch frei mit 3 Plätzen. Da waren aber schon 2 gekocht, ne, so ein Schönheitschirurg mit seiner Frau, Alter, das war wahrscheinlich das Schnitzmuster für ihn. Alter. Der hat ausgeschaut, so ein Botox-Wahnsinn, weißt du, der unglaublich, wenn es nur einmal liften, hat es die Rosetten an der Stirn kleben. Weißt du? Und dann kommen wir da hin, haben uns halt da hinsetzen müssen und ich wollte ja mit denen nicht reden, mit denen Kasper. Und dann sagt die Priscilla, weil es so höflich ist, sagt, hallo, ja, und Sie sind auch ganz alleine hier. Und dann sagt die Alte, ja, also ursprünglich haben wir mit einem Freund etwas ausgemacht, aber stellen Sie sich mal vor, was dem passiert ist. Dann fängt die Alte ohne, erzählt die komplette Geschichte, weißt du, vom Alpina-Weiß bis zur Abdeckplane. Ja, mir war es langweilig, aber die Geschichte schon kennt, ne? Und ich habe nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen soll. Und irgendwann war es dann fertig und dann schaue ich übrigens so die Priscilla an, die zwei schauen mich an, ich schaue die an. Und haben sie alle gewartet, dass ich jetzt was sagen habe. Und habe gesagt, also Sachen gibt's eh. Leute, ich sag einmal, wenn's einmal scheiße läuft, läuft scheiße, ne? Rock'n'Roll, haut nice, Servus, Leute.
Ja, erstmals bei uns im Kabarett aus Franken. Großer Applaus natürlich für Bembers aus Nürnberg. Hat er gut gemacht. Die letzte Wetten-Das-Show wird ja wieder im Dezember hier aus Nürnberg gesendet. Die Wette von Markus Söder lautet: Wetten, dass ich in einer dreiminütigen Rede mehr heiße Luft produzieren kann als die Triebwerke eines Airbus A380. Und ich glaube, die Wette gewinnt er. Ich schätze, dass Wetten, dass ziemlich schnell wiederkommt. Die Sendung, damit die Sendung wieder mehr Prunk, Glanz und Opulenz ausstrahlt, moderiert dann direkt aus seinem ehemaligen Bischofssitz Thebarts van Elst. Mein nächster Gast hat sich längst in der fränkischen Kabarettszene etabliert und seine eigene Corporate Identity geschaffen. Sein Markenzeichen ist sein Pferdeschwanz und sehr oft seine Gitarre. Hier ist das Eich. Ich habe heute Abend wieder mal ein Lied mitgebracht aus gegebenem Anlass. Ich widme dieses Lied einem Teil der heutigen Jugend. Konkret denen, die zu blöd sind, sich eine Baseballkappe richtig aufzusetzen, geschweige denn sich eine Hose in der richtigen Größe zu kaufen. Ich habe kürzlich so Kameraden wieder mal getroffen und am Gehsteig standen die, haben sich unterhalten. Ich habe mal so 5 Minuten zugehört und dann konnte ich nicht mehr anders. Ich musste es einfach sagen, sagt mal Jungs, allen Ernstes, hier teilt sich doch wieder ein kompletter Gehsteig einen IQ. Baut sich der Obermacker vor mir auf und sagt allen Ernstes, ey, wer ist eine Kuh? Bist selber eine Kuh, Alter? Also, das muss man sehen. Ich weine um dieses Land. Also, dann stellen sie sich vor dich hin und machen so, ey, Alter, ich bin Mafia. Machen sie auf Gangster, ey, Kids. Wir schauen jetzt mal 20, 30 Jahre zurück. Ich sage euch eins, wir waren damals um Längen härter drauf. Als ich neulich mal wieder in meiner Stammkneipe saß, Cappuccino schlürfte und dazu ein Hörnchen aß, wurde ich Zeuge einer interessanten Konversation von 3 Mitgliedern der Skaterhosen-Generation. Ey, alter Penner, alter, ey! Wenn ich die Kids von heute höre, tut mir der Arsch echt weh. Kopfschüttelnd dachte ich nach, woran mag's liegen, dass die nicht mehr als 3 Wörter auf die Reihe kriegen. Nicht fähig für einen Job, das hat doch einen Grund. Und ich grübelte mir meinen Schädel wund. Wollt ihr wissen, warum bei denen so wenig Hirnschmalz rinnt? Weil die Kids von heute einfach unterfordert sind. Ja, da sind wir doch mal ehrlich, die haben's doch viel zu leicht. Der Alltag ist bei denen einfach viel zu seicht. Keinen Ansporn, keine Hürde, keine Kreativität. Wenn das so weitergeht, ist es bald echt zu spät. Ich mache es noch mal deutlicher und zieh mal den Vergleich zwischen der Jugend von heute und der von das Eich. Als ich so alt war wie die, da gab's kein Internet von wegen Wissen.de oder Expertenchat. Wenn wir was wissen wollten, war der erste Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Bibliothek. Dort angekommen, schnappten wir uns was und das hieß Buch und haben uns das, was wir brauchten, mühsam rausgesucht. Und E-Mail hatten wir auch nicht. Wohnte jemand weiter weg, haben wir ihm unsere Message in ein Tütchen gesteckt. Ja. Diese Briefe übrigens, die schrieben wir noch selber mit der Hand und Stift und Papier, verrückt. Da musste dann eine Marke drauf und ab zur Post. Ja, so ein Meinungsaustausch hat richtig Zeit gekostet. Jetzt kommt die Strophe, wo ich die meisten Schicksalsgefährten erreiche, da bin ich mir sicher. Unser Musikdownload sah damals folgendermaßen aus. Wir blieben für ein Lied den ganzen Nachmittag zu Hause. Mit dem Kassettenrekorder vor dem Radiogerät. Immer Play und Record drücken, nicht zu früh oder zu spät. Und zum Schluss hat sie dann doch der Moderator verpatzt. Und in den Schluss reingelabert, alles für die Katze, oder? Ja, so war's doch. Ja. Danke.
so gut, dass man dann alleine ist mit dem Trauma. Und Sex auf dem PC, wenn ich das höre, muss ich brechen. Für Möpse mussten wir damals noch Penner bestechen, ehrlich, ja. Zu Haus ein Fläschchen Schnaps geklaut und das gabst du ihm und er besorgte dir im Gegenzug ein Brüstemagazin. Schön ausgedrückt, gell? Ansonsten gab's in Sachen Sex nicht viele Möglichkeiten. Aus dem Quelle-Katalog die Damenunterwäsche-Seiten. Ja, wir hatten ja nichts damals. Und auch der Katalog ist weg, es gibt's auch nicht mehr, es ist erschand. Alles fort. Ich mache es nochmal deutlich, ihr verwöhnten Eierfeilen. Ihr braucht euch heutzutage gar nicht so aufzugeilen. Die Lösung, die muss lauten, gestern hart und heute weich. Und weil ihr doof seid und nichts checkt, ihr Kids, erklärt's nochmal das Eich. Es ist doch jetzt bewiesen, die Harten, das sind die Alten. Denn vor 20 Jahren hättet ihr nicht einen Tag lang ausgehalten. Ja! Herzlichen Dank, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuhören. Das Eich immer wieder mit einem klasse Song. Bei uns ein entspannter Franke aus Kulmbach. Meine Damen und Herren, das, was ich jetzt sage, ist wirklich wahr. Es ist unglaublich. Der bizarre Personenkult um Nordkoreas Diktator Kim Jong-un nimmt immer merkwürdigere Züge an. Kim Jong-un hat ein Dekret erlassen, wonach alle männlichen Untertanen seinen Haarschnitt tragen müssen. Nordkoreas Schweinchen Dick mit dem speckigen Genick befahl, dass sich des Volkes Rest wie er die Borsten schneiden lässt. Denn er will optisch nicht mehr ganz allein der Schweinskopf Nordkoreas sein. Ja. Unsere Bundeskanzlerin setzt dem Ganzen noch einen drauf. Zusätzlich heißen alle ab sofort auch noch mit Vornamen Angela. Das war Kabarett aus Franke mit unseren wunderbaren Gästen. Angela Prokopetz. Angela Herber. Angela Laue. Angela Benders. Angela Eichner. Wir sehen uns wieder am 15. Mai, wenn es wieder heißt, unzensiert und ohne Schranken, Kabarett aus Franken. Thank you.